mal wieder mit einfachen Handkombinationen und werden die dann ein bisschen ausweiten. Unsere erste Kombination ist im Grunde erstmal nur Jab und Cross. Und die zähle ich wieder vor wie gehabt. Also, sucht euch einen bequemen Stand. Unsere Kampfstellung entspricht im Grunde der Boxerkampfstellung. Die Ferse hinten ist leicht hoch. Wir stehen nicht so tief, sondern etwas höher. Und immer bei den Schlagtechniken können wir vom hinteren Bein ein bisschen Puff nach vorne geben. Da müssen wir halt schauen, wie wir mit dem Platz hinkommen. Das heißt, wir machen Jab und Punch. Mit linker Geraden und rechter Geraden haben wir im Grunde auch zwei Vorwärtsbewegungen. Nämlich hier einen kleinen Step nach vorne. Jetzt drücke ich mich vom hinteren Bein nochmal ab, um die rechte Faust nach vorne zu bringen. Eins, zwei. Das heißt, es ist nicht nur aus der Schulter geschlagen oder aus dem Oberkörper. Eins, zwei. Sondern es ist immer auch mit Schritt, mit Schritt. Mit Schritt, mit Schritt. Eins, zwei. Eins, zwei. Und beim zweiten, beim Yakutsuki, da erde ich mich sozusagen. Das heißt, ich bringe mich nach vorne und jetzt ziehe ich den hinteren Fuß nach und drücke den Fuß mit dem Fußball nochmal in den Boden. Gut, das nur als kleines Detail zu sehen. Ich zähle vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Auslage wächst. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, zweite Kombination. Wir starten wieder mit Jab und Cross mit Oi und Yaku. Wir folgen dann mit einem Haken, sodass die Handfläche von dem Haken zu uns zeigt. Dabei drehe ich meinen Körper fast um 90 Grad, also 45 bis 90 Grad in den Haken hinein. Linke gerade, rechte gerade, jetzt bin ich schön ausgedreht. Jetzt kommt die Körperdrehung, die den Haken nach vorne bringt. Und dabei ändere ich fast auch meine Stellung, dass ich in die Richtung schaue. Wobei meine Angriffsrichtung nach vorne weiterhin bleibt. Also eins, zwei und drei. Das sieht fast so aus, als wenn ich nur den Oberkörper bewege. Tatsächlich ist die Bewegung des Arms relativ gering. Die Hauptpower kommt aus der Körperrotation. Natürlich kommt dann nachher auch noch die Beschleunigung der Faust dazu. Aber das ist noch so das Tüpfelchen auf dem I dazu. Ich zähle wieder vor. Eins. Eins, zwei, drei. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Auslagewechsel. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Okay. Machen wir eine Auslagewechsel. Jetzt machen wir vier Techniken. Wir beginnen wieder mit Jab und Cross. Jetzt kommt die linke mit dem Aufwärtshaken. Uppercut. Und dann kommt nochmal ein Cross.
Jab, Cross, Uppercut, Cross. Links, rechts, links, rechts. Den Uppercut, den hole ich aus einer Tiefbewegung. Das heißt also, ich stehe relativ hoch für meine ersten beiden Techniken. Jetzt gehe ich etwas in die Kniebeuge und aus dem Strecken der Beine kommt der Aufwärtshaken und das Kinn. Dann bin ich hoch und im Absenken des Körperschwerpunkts kommt dann der letzte Cross hinterher. Also 1, 2, 3 geht hoch, 4 geht runter. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Auslagewechsel. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Okay. Und Beine lockern, Arme lockern. Locker jetzt mal auf der Stelle. So, im Federn nehmen wir das Knie jetzt vorne hoch zur Brust. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von außen zur Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und stehen. Okay, ausschlagern. Gut. Wir gehen nochmal zurück zu den Kombinationen von ganz am Anfang. Jetzt starten wir allerdings mit einer Trittbewegung. Und zwar aus meiner Kampfstellung heraus starte ich jetzt mit dem Low-Kick mit dem linken Bein. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das vordere Bein zum Einsatz bringe. Möglichkeit 1, ziehe das hintere Bein ran und mache dann den Halbkreistritt mit dem vorderen Bein. Also ran und Halbkreistritt direkt. Das bringt mich so ein bisschen in der Pendelbewegung. Wir gehen jetzt uns gleich wieder. Zweite Möglichkeit, versuche ich jetzt auch mit euch zu machen, ist, ich mache einen Auslagewechsel auf der Stelle in den Halbkreistritt rein, in den Low-Kick rein. Das sieht so aus, dass ich das vordere Bein auf die Höhe des hinteren Beins zurückziehe und das vordere Bein nach vorne setze. Dann kommt nämlich der Low-Kick quasi von hinten. Ohne dass ich jetzt meinen Oberkörper großartig bewege, wechsle ich die Beine und habe mehr Reichweite mit dem hinteren Tritt, mit dem linken Bein. Von hier komme ich nicht so weit, wenn ich das hintere Bein ranziehe, bewegt sich schon mein Oberkörper nach vorne, mache ich den Auslagewechsel, dann habe ich mehr Reichweite, bin aber auf der Stelle geblieben. So, nach dem Tritt folge ich jetzt noch mit zwei Fausttechniken, das heißt, ich mache den Low-Kick. Jetzt vorne ab, im Absetzen am besten, kommt dann Yakuzuki, gefolgt von dem Oizu. Cross, Jab. Low Kick, Cross, Jab. Nochmal, Auslagewechsel, Low Kick, Cross, Jab. Okay. Nehme ich ein bisschen. Und 1. 2. 3. 4.
folgt, kurz vor oder im Absetzen des Fußes zu machen. 6. Kick. Bum, bum. Jawohl. 7. 8. 9. Und 10. Okay. Auslage wechselt. Wir stehen rechts vorne. Auslagewechsel auf der Stelle. Rechts zieht zum linken Bein ran, links geht nach vorne. Dann tritt rechts. Im Absetzen kommt der Cross, dann der Jab, Kampfstelle. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Okay. So, einen haben wir noch. Und zwar ist das der tiefe Fußstoß seitwärts. Ich stehe in meiner Kampfstellung, ziehe jetzt das hintere Bein rein und treffe mit der Ferse, der Fußaußenkante, vorne das Schienbein. Hier. Okay. Jetzt setze ich das Bein nicht mehr zurück, sondern ich setze es vorne ab. Das heißt, ich mache den Yokogiri tief, setze das Bein vorne ab und im Absetzen kommt ein Postrückenschlag. Gefolgt von der rechten Gerade von dem Byakutsu. Also haben wir wieder drei Aktionen. Yokogiri tief, angesteppt, dann Uraken mit der gleichen Seite, Byakutsu mit der hinteren Seite. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Auslagewechsel. So, rechtes Bein ist vorne. Ich ziehe das hintere Bein ran und mache den Yokogiri nach vorne. Boom. Im Absetzen, nach vorne, zurück, kommt der Faustrückenschlag und der Gyakutsuki hinterher. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Okay, super.